Ja, es ist mir eine große Freude, Ihnen jetzt Leif Ludwig als den nächsten Preisträger vorzustellen, der hier in Berlin eine Eminöter-Gruppe leitet im Moment und Einzelzell-Multiomics-Technologien entwickelt, um fundamentale biologische Fragen zu beantworten. Herr Ludwig hob sich schon sehr früh in seiner wissenschaftlichen Karriere von... Vielleicht sollte ich mich umdrehen und auch die Bilder betrachten. Das ist, ich komme gleich zu seiner Promotion, das passt also sehr gut. Und er hob sich von der breiten Masse ab, auch durch seine Interdisziplinarität und den Drang, verschiedene Disziplinen kennenzulernen. Er schloss zunächst sein Studium der Biochemie in Berlin als Jahrgangsbester ab und studierte im Anschluss dann an der Charité Medizin und promovierte dort 2017. Und als Mediziner würdige ich das besonders. Parallel zu seinem Medizinstudium promovierte er nämlich in den Naturwissenschaften im Labor von Professor Harvey Loddish am renommierten Whitehead Institute of Biomedical Research in Cambridge in den USA. Und hierfür erhielt er dann gleich zwei kompetitive Stipendien des Böhringer Ingelheim Fonds und der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Herr Ludwig publizierte in dieser Zeit mehrere Erstautorarbeiten zu pathophysiologischen Basismechanismen von Ribosomopathien in ganz herausragenden Journalen und wurde dann entsprechend durch zwei Promotionspreise, den Elisabeth-Gartew-Preis der Gesellschaft für Genetik und den MINT-Excellence-Preis der Manfred-Lautenschläger-Stiftung geehrt. Herr Ludwig wandte sich dann als Postdoktorand am Broad Institute des MIT und der Harvard Medical School einem fundamentalen Problem zu, nämlich der zellulären Heterogenität und der Verwandtschaft von einzelnen Zellen während der Differenzierung. Und dieses Interesse gründete auf seinen frühen Arbeiten in der Hämatologie und der Erkenntnis, dass es an Methoden mangelte, um in hohem Durchsatz Verwandtschaftsverhältnisse zwischen Zellen zu verstehen. Und diese Lösung dieser Frage ist natürlich für die biomedizinische Forschung von sehr, sehr hoher Bedeutung, aber auch für die Untersuchung normaler Entwicklungsprozesse. Herr Ludwig verfolgte den originellen und sehr vielversprechenden Ansatz, verwandte Zellen durch Analyse des mitochondrialen Genoms zu identifizieren. Und die Proof-of-Concept-Studien, die den eindrücklichen Nutzen und auch die Genauigkeit dieser Methode sehr eindrucksvoll zeigen, publizierte er wiederum in sehr hochrangigen Journalen. Und diese Studien führten dann bereits jetzt zu weiteren Studien anderer Gruppen, die sich diese Arbeit zu eigen machten. Nachdem er seine Arbeitsgruppe in Berlin etabliert hat, setzt Herr Ludwig seine sehr erfolgreiche Entwicklung fort. Ein Beispiel: Ihm gelang zum ersten Mal die Bestimmung von bis zu 4 verschiedenen genomischen Modalitäten, Chromatinzugänglichkeit, Transkriptom, Proteinexpression und mitochondriale DNA-Genotypisierung in einzelnen Zellen in hohem Durchsatz auch eine wegweisende Methode. Herr Ludwig ist nicht nur Methodenentwickler, natürlich nicht, sondern hat diese Methoden auch sehr erfolgreich angewendet im Bereich der Immunologie und im Bereich der mitochondrialen Genetik. Ein Beispiel: Er konnte bei Patienten mit der mitochondrialen Krankheit MELAS zeigen, dass insbesondere humane T-Zellen pathogene mitochondriale DNA kaum tolerieren. Dies demonstrierte damals eindrucksvoll die wenig verstandene Zelltypspezifität und metabolische Vulnerabilität von diesen Mutationen. Uns hat im Auswahlausschuss diese außergewöhnliche Forschungsleistung beeindruckt und der Einfluss auf ein wirklich breites Forschungsfeld. Herr Ludwigs Forschungsergebnisse eröffneten eine Vielzahl von Forschungsrichtungen, die neu sind und bisher nicht realisierbar waren. Und seine Forschungstätigkeit hat, glaube ich, Implikationen für jedes Feld, in dem die Lineage und die Verwandtschaftsverhältnisse von Zellen von hoher Bedeutung sind. Das trifft zum Beispiel auch auf Tumorerkrankungen zu. Ich glaube, ich bin jetzt sehr neugierig, was bei Herrn Ludwig in der Zukunft noch herauskommt und zu sehen sein wird, und freue mich sehr. Herzlichen Glückwunsch.